In der Tat sehen wir einen Anstieg der Menschen in Deutschland und auch in anderen Ländern, die vermehrt an Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes zum Beispiel als Stoffwechselerkrankung leiden, die sogenannten Volkskrankheiten. Und die Frage, warum das so sein kann, beruht zum einen darauf, und das ist ja ein erfreulicher Fakt, dass wir heute alle älter werden, weil bestimmte Todesursachen, die es früher gab, sei es im Arbeitsumfeld oder in der Medizin, geringer geworden sind. Dadurch steigt aber auch das Risiko, dass wenn wir älter werden, wir auch eine Krankheit entwickeln, zum Beispiel eine Krebserkrankung. Bei Stoffwechselerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen eine Reihe zusätzlicher Faktoren dazu, wie zum Beispiel ungesunde Ernährung. Und auch bei Krebserkrankungen kann das eine Rolle spielen. Ja, die Medizin der Zukunft wird anders aussehen als die Medizin heute. Aufgrund der Zunahme der Volkskrankheiten, aber auch durch die Zunahme von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir haben, wird einmal die Prävention eine ganz große Rolle zukünftig spielen, aber auch eine mehr personalisierte Medizin, also ein Zuschnitt der Medizin auf Patientengruppen oder auf individuelle Patienten. Was wir entwickeln, wissenschaftlich im Moment, sind sogenannte prädiktive, also vorhersagende Tests, die uns dann sagen können, wie wir einen Patienten besonders effektiv behandeln können, so dass wir eine Medizin bekommen, die heterogener, also unterschiedlicher ist als bislang. Die Schwerpunkte, die die wissenschaftliche Forschung setzt, sind zum einen die Erforschung eines Risikos von Krankheiten für einen bestimmten Patienten, um bessere Präventionsmöglichkeiten zu finden. Das sind oft sehr langfristig angelegte Untersuchungen, die zum Beispiel genetische Informationen zusammenbringen mit Umgebungsinformationen, Ernährungsgewohnheiten, Trainingsgewohnheiten, um dann zu sehen, welcher Patient hat ein besonderes Risiko, eine Krankheit zu entwickeln. Und für diese Patienten können dann gezielte Strategien entwickelt werden, wie die Krankheiten reduziert, also sein eigenes Risiko reduziert werden kann. Zum anderen werden wir für erkrankte Patienten herausfinden, welche Erkrankung besonders gut auf welche Behandlung anspricht, um einen individuelleren Zuschnitt dieser Behandlung machen zu können. Auch das sind biologische Untersuchungen, die zum Beispiel anhand von genetischen Informationen feststellen, welches Pharmakon bei einer bestimmten Erkrankung wirken kann. Es gibt tatsächlich Krankheiten, und zwar auch wichtige Volkskrankheiten, die wir durch ganz einfache Maßnahmen verhindern oder doch sehr unwahrscheinlich machen können. Nehmen wir zum Beispiel das Rauchen. Das Rauchen ist eindeutig korreliert mit Krebserkrankungen, eindeutig korreliert mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wir können also individuell durch Nichtrauchen diese Krankheiten unwahrscheinlicher machen. Das Gleiche gilt für körperliche Aktivität, also Sport oder ansonsten gesunde körperliche Aktivität. Das kann auch Wandern, das kann auch Gartenarbeit sein, die dazu führt, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Stoffwechselerkrankungen und wahrscheinlich sogar Krebserkrankungen weniger auftreten. Und wir können durch eine gesunde Ernährung Stoffwechselkrankheiten ganz sicher, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren.